Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus oder Kreuz. Eigentlich ist es ein Kreuz, aber es ist auch ein Plus. In der letzten Folge haben wir mit Napoleon oder auch Apollyon im Hardmodus gespielt. Also haben dann am Ende leider so eine Fernbedienung gefunden, die uns in einen anderen Charakter verwandelt hat. Und dann haben wir auch noch verloren, sonst hätten wir wahrscheinlich mit Apollyon auch noch das Blue Baby besiegt. Das wäre voll cool gewesen. Aber gut, jetzt haben wir es halt nicht. Und ich habe mir heute überlegt, machen wir eine Challenge. Und zwar die Back Ass Words Challenge. Das Ass ist einfach nur dazwischen gepackt. Das müsste da gar nicht hin. Denn in dieser Challenge geht es darum, wie der Name auch schon verrät, dieses Back Words, dass man beim Super Satan startet, als Isaac, ganz normal, mit 10 random Items. So, jetzt fragt ihr euch, hä? Super Satan? Ist danach dann die Challenge gleich vorbei? Nein, ist sie nicht. Denn sobald man den Super Satan dann besiegt hat, dann geht man immer eine Ebene weiter hoch. Dann ist man quasi in der Kathedrale nach den Super Satan etc. etc. Bis man halt wieder ins Basement ist und dann quasi wieder in seinem Zimmer. Und dann ist die Challenge zu Ende. Allerdings, ganz tricky noch, man behält nicht seine 10 Items, sondern man verliert mit jeder Ebene, die man höher geht, verliert man ein Item und einen roten Herzcontainer. Ja, das kann sehr interessant werden. Von daher starten wir einfach mal und hoffen, dass wir gute 10 random Items von Anfang an bekommen. Okay, wir haben auf jeden Fall Gnawed Leaf bekommen. Oh nein, und ich sehe die Soymilk. Ich sehe die Soymilk. Nein. Oh Gott, okay, wir haben aber wenigstens volle Leben. Aber die Soymilk ist natürlich sehr, sehr scheiße. Jetzt haben wir einen Damage von 1. Geil. Das einzig Gute ist, dass wir halt mit der Soymilk ihn trotzdem recht gut treffen. Okay, aber Mega-Satan ist zum Glück auch nicht so schwer. Wir haben ihn vor allem mal in dem normalen Isaac, also ohne das DLC hier, haben wir ihn auch schon mal relativ früh besiegt gehabt. Das hat zwar Ewigkeiten gedauert, aber gut, haben wir hinbekommen. Deswegen Mega-Satan eigentlich kein Problem für uns. Selbst mit der Soymilk nicht. Und wir haben noch eine Joker-Karte bekommen. Ist natürlich auch sehr interessant. Heißt, wir könnten sogar in einen Devil-Deal gehen, wenn wir wollen würden. Aber ich... Ah, fuck. Aber das machen wir wahrscheinlich erst in einer anderen Ebene. So, und ich sehe, wir haben auf jeden Fall das Negativ auch noch. Und wir haben hier Krebs, oder wie das Teil heißt. Oh wow, das wird Ewigkeiten dauern mit Zäumilk. Scheiße, ey. Da haben wir echt Pech gehabt mit unseren Items. Zäumilk, ja geil. Ich will eigentlich mal gucken, was ich so habe. Wir haben auf jeden Fall Krebs, das heißt, wir werden nur ein halbes Leben verlieren, wenn wir hier jetzt getroffen werden und nicht mehr ein Leben. Und ich frage mich immer noch, ob das egal ist, ob man seine Hände angreift oder ob man tatsächlich seinen Kopf angreifen muss. Oder ob Mega-Satan halt jedes Mal Leben verliert. Weil seine Hände... Aua. Seine Hände regenerieren sich ja irgendwann. Oh, und ich sehe gerade, wir haben anscheinend auch Judas Schatten. Cool, das heißt, wenn wir getroffen werden, dann spawnen noch kleine Schättchen. Schättchen ist auch ein süßes Wort, oder? Ich finde, das ist ein sehr süßes Wort. Was haben wir sonst noch? Was ist dieses Item unten links neben Krebs? Ich erkenne nicht, was das sein soll. Au, das tut auf jeden Fall weh. Und die Infamy Mask haben wir auch noch. Aber so richtig geile Items sind das tatsächlich nicht. Oh Gott, okay. Aua. Oh, guck mal, er hat Angst vor uns. Aua, ich verliere viel zu viel Leben. Gut, dass wir Krebs haben, sonst wäre das hier richtig schlimm. Dann würden wir, glaube ich, sehr schnell verlieren. So, mit den Trollbomben kann er sich eigentlich mal selber treffen, ne? Macht er aber nicht. Voll der Blödmann. Oh, das wird ewig dauern. Allein dieser Kampf mit dem Mega-Satan wird schon locker 10 Minuten dauern. So. Oh Mann, jetzt kommen ja noch die Reiter und alles Mögliche. Au. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Joker gehe? Gibt es hier überhaupt einen Devil-Deal-Raum? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich hoffe, ich habe Zeit mitgebracht. Oder soll ich die Challenge nochmal neu starten? Weil, weiß nicht. Die 10 Items sind halt, wie gesagt, random. Heißt, wir können eigentlich so lange die Challenge einfach neu machen, bis wir richtig geile Items bekommen. Und nicht dieses blöde Soymilk. Oh Gott. Dann hoffe ich ja tatsächlich, dass die Soymilk in der nächsten Ebene weggeht. So. Okay. Wir haben halt auch kein Space-Item und gar nichts. Das wird übelst lange dauern. Ich glaube sogar, unser Begleiter macht mehr Schaden als wir. Hier, Sister Maggie. Kannst du aber bitte nicht im Nichts da hinten verschwinden? Komm mal bitte wieder her. Ach, egal. Dann halt so. Ey, das war knapp. Hör auf. Hör auf, deine Popel hier zu werfen. Ich melde deine Popel nicht. Friss deine Popel selber. Ah, naja, immerhin haben wir fast die zweite Welle hier überlebt. Geil.
Also, bisher habe ich noch keine guten Erfahrungen mit Afterbirth Plus gemacht. So wie ich das hier sehe. Oh Gott, es kommen noch mehr Reiter. Es kommen einfach alle vier Reiter. Ist das dein Ernst? Und wieso ist er jetzt nicht in der weißen Form gestartet? Das wäre doch auch mal witzig gewesen. Wenn der Mega-Satan dann auch in der weißen Form startet und dann... Oh Gott, ich spiele aber auch gerade scheiße. Und dann diese schwarze Form sich verwandelt. Weil ja alles Backass-Wards ist. Ja, mach du mal. Guck mal, deine komischen Sensen haben sogar Angst vor mir. Du Noob, aua, oh Mann, ich werde viel zu oft getroffen. Also würden wir nicht nur ein halbes Leben verlieren, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon tot. Alter, Solmik ist aber echt ein Scheiß-Item. Warum kriegen wir Solmik, wenn wir gegen den Mega-Satan kämpfen müssen? Das ist doch nicht fair. Das ist doch scheiße hier. Oh. Guck mal, wenigstens dieses weiße Pferd hilft uns wenigstens. Das greift anscheinend die Gegner auch an. Das ist ja schon mal net to know. Da hat er den Krieg vernichtet. Ein weißes Pony hat den Krieg vernichtet. Wow. Nicht die weiße Taube, die man hier braucht. Nein, man braucht einfach nur ein weißes Pony. Geil. Oh, bin ich froh, wenn wir den Mega-Satan besiegt haben. Dann sollte das auf jeden Fall alles eigentlich einfacher werden. Auch wenn wir ein Lebensupgrade verlieren, etc. Aber die normalen Gegner sind ja wenigstens recht okay. Guck mal, wir haben sogar eine Bombe. Könnten wir auch einsetzen. So. Oh nein, wir sind schon wieder in einer... Aua. In einer Welle hier. In einer Welle der Vernunft. So. Tut Glutentoni dem auch weh, wenn er jetzt zum Beispiel schießen würde? Lass mal ausprobieren. Hier, schieß. Ja, Glutentoni hilft uns richtig. Geil, Glutentoni, ich liebe dich. Noch mehr solcher Gegner bitte. Mega-Satan, gib mir mehr Glutentonis. Oder irgendwelche Gegner, die coole Laserstrahlen machen können. Geil, die greifen sich gegenseitig an. Ich glaube, da hat Glutentoni gerade uns locker 5 Minuten erspart. Nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, der wisst, was ich meine. Da hat er sehr viel Schaden gerade gemacht mit seinem Laser. Finde ich gut. So, stört mal bitte. Oh Mann, das ist auch noch die erste Form von diesem komischen Ding, das sich hier aufteilt. Die erste Form hat eigentlich am wenigsten Leben, oder? War das nicht irgendwie so? Okay, komm, wir lassen ihn mal da irgendwie in der Ecke. Mal gucken. Oh, ich habe schon keine Lust mehr. Solmik ist so ein Scheiß. Und Sister Maggie... Nee, das ist Brother Bobby, ne? Brother Bobby schießt halt so richtig, richtig langsam nur mit. Wenn er wenigstens genauso schnell schießen würde, wie wir unser Solmik, dann wäre das schon ganz okay. Und ich glaube fast, Brother Bobby... Ist gar nicht Brother Bobby. Ist Sister Maggie immer noch? Ich glaube, Sister Maggie... Brother Bobby war blau, ne? Ich glaube, Sister Maggie schießt mit genau derselben Stärke wie wir. Auf jeden Fall sieht das so aus, weil seine... Tränen auch nur so klein sind. Von daher bringt der nicht wirklich was. Aber passt schon. Naja, die haben wir wenigstens gleich besiegt. Die sind ja schon relativ klein geworden. Sollte kein Problem sein. Also die besiegen wir noch ohne zu sterben und hoffentlich auch ohne noch ein halbes Leben zu verlieren. Das wäre ganz nice. Wir können es natürlich auch einfach hinstellen. Bringt nur leider nichts. Dann hätten wir zwar dieses Nordleaf-Teil, dass wir keine Leben mehr verlieren, aber sonst bringt das, glaube ich, nicht so ganz viel. Ist ein bisschen blöd, weil wir halt keinen Begleiter haben. Oh, wir haben irgendwelche komischen Bomben. Was ist denn das? Guck mal, dieses unter dem Nordleaf auf der rechten Seite. Das ist doch irgendeine coole Bombe, oder nicht? Oder ist das eine Bombe? Was ist denn das? Irgendwas Schwarzes. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Vielleicht ein neues Item, das ich noch nicht kenne. Oh Gott, das wird schlimm. Das wird schlimm. Es sei denn, der hilft uns vielleicht mit einer Super-Troll-Bombe. Oh Gott, ja, gut. Ja, das war perfekt. Okay, komm, noch eine Super-Troll-Bombe. Gib mir noch eine Super-Troll-Bombe. Oh Gott. Bombe, die war jetzt scheiße. Obwohl, na gut, der hat trotzdem den Gegner getroffen. Oh, guck mal, sich selber kann er damit auch treffen. Ist ja interesting. Dadurch stirbt er auf jeden Fall sehr viel schneller. Aber wir haben nur noch 3,5 Leben. Wie viele Leben wir einfach beim Mega-Satan verlieren? Ist ja kacke. Aber wir haben auch, man muss dazu sagen, wir haben richtig viel Pech mit unseren 10 Items hier gehabt. Die ja random sind. Obwohl, wenn wir eigentlich unsere Items rewallen, oh Gott, könnten,
Dann zählt die Sojamilch, glaube ich, als... Oh Gott, Alter, was da kommen hier für Gegner? Oh, aber ein Gluten-Toni. Ein Mega-Gluten-Toni, der kann uns auf jeden Fall richtig doll helfen. Okay, das hat gut geholfen. So, den... Sehr, sehr schön. Oh, ich liebe diese Gluten-Tonis. Die sind ja richtig geil. Die sind sehr gut, die helfen einem richtig doll. So, ich hoffe, der hat gleich mal seine zweite Form hier. Und dann kann sich das nur noch um Stunden handeln, bis wir auch die weiße Form besiegt haben. Ich meine, wir haben ja noch 3 Leben. Was soll da schon schief gehen? Ich wüsste nicht, was schief gehen soll. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was hier schief gehen sollte. Oh Gott, da kommen noch mehr Leute. Okay, der tötet die aber einfach ganz easy. So, den wird er auch töten, ohne dass ich was machen muss. Nicht? Hä? Doch. Ja, easy peasy, oder? Wie viele Leben hat denn das Ding? Dieses grüne Etwas. Blöde Faulheit, ey. Zu faul zum Sterben. Es dauert so unglaublich lange. Es ist so kacke. Ich hasse es. Ich hasse diese Challenge jetzt schon. Vor allem, sie bringt halt überhaupt nichts. Wisst ihr, was das bringt? Das bringt einfach nur, dass Lazarus von Anfang an sein komisches Blutdings hat. Heißt, wenn er dann getroffen wird, auch in der ersten Form schon, wo er noch nicht wiederbelebt worden ist, dass er dann diese Blutspur hinter sich herzieht und die macht er dann zu Gegnern Schaden. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Die macht dann zu Gegnern Schaden, deswegen bringt das sogar eigentlich überhaupt nichts, was wir hier machen. Außer vielleicht eine Errungenschaft. Oh, und ich habe diese Engel so vergessen. Scheiße, die kommen ja auch noch alle. Vor allem, da kommt auch noch so eine rote Version. Das wird richtig nervig. Die werden übelst lange überleben. Naja, mach du mal. Oh Mann, das ist ein Engel, der nicht mal viele Leben hat. Und der wird trotzdem Ewigkeiten überleben. Ich weiß nicht, ob ich meine Bombe einsetzen soll. Und da kommen noch mehr Engel. Das ist nicht der letzte Engel. Wer den Mega-Satan kennt, der weiß das ja. Er weiß, dass da auf jeden Fall gleich noch eine rote Version kommt. Aber der hier schießt zumindest nicht nach Ray, oder zu den Seiten. Von daher kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Dann sind wir auch schon über die 10 Minuten hier in diesen einen Bossfight. Oh, die Challenge wird einfach eine Stunde gehen. Oh, ich sehe das schon kommen. Und am Ende verliere ich auch noch, weil ich jetzt einfach viel zu oft getroffen wurde am Anfang. Ist geil. So, da ist der rote Engel. Wie viele Engel kommen? 2, ne? 2. Oh, da schießt auch noch überall hin. Das Arschloch. Haben wir nicht irgendwas, was denen wehtun kann, wenn wir es einfach nur hinstellen? Wäre voll Knorke und so. Mann, der hat auch noch mehr Leben. Hier, nimm die Bombe. Okay, hat nicht mal getroffen und anscheinend hat sie auch nichts Spezielles gemacht. Ich sterbe an diesem blöden Engel hier. Weil der einfach in alle Richtungen schießt. Okay, aber anscheinend macht er keine Diagonalen. Immer nur diese senkrechten. Damit kann man arbeiten, wenn man das denn weiß. Oh Gott. Oh, er macht doch Diagonale. Geil, du bist ja richtig cool. Ich mag dich, kleiner Engel. Du bist immer für eine Überraschung gut. Und du wirst mich gleich töten, weil du blöd bist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, kannst du bitte sterben? Ich hätte so gerne noch eine Bombe oder irgendwas. Oder ein bisschen mehr Damage oder was weiß ich. Irgendein Begleiter, der Schaden macht und nicht nur Sister Maggie. Das wäre auch schon cool. Okay, der sollte aber gleich tot sein. Eventuell haben wir jetzt schon die Hälfte seiner Leben abgezogen. Na, wäre das nicht was? Das wäre richtig geil. Ich fände das richtig gut, wenn wir jetzt schon... Wow, da hat Infamir uns gerettet. Wenn wir jetzt schon die Hälfte seiner Leben abgezogen hätten, das wäre richtig cool. Dann wäre ich richtig stolz auf mich. Das Gute ist, oh, nach diesem Engel kommt, glaube ich, nicht mehr so viel, oder? Dann kommt schon fast die weiße Version von dem Mega-Satan. Mann, man könnte das hier alles so viel einfacher machen, indem ich einfach die Challenge neu starte. Das ist unglaublich. Und fucking Fespö. Oh, ja, ja, schießt du mal. Mann, wieso ist das dann auch eine rote Version? Ah, er ist tot, wuhu. Geil, nach nur 13 Minuten. So. Wenigstens ist unsere Reichweite von den Tränen nicht so gering, dass man damit gar nichts machen könnte. So, aber 1,5 Leben ist natürlich jetzt auch nicht so geil. So, da kommt sein Laser mal wieder. La la la, vielleicht kommt ja gleich die weiße Version. Aber Spawn sollte der jetzt eigentlich nichts mehr, oder? Ich glaube, das war der letzte Spawn, den er macht. Oder spawnt er unendlich viel, wenn man einfach viel zu lange braucht. Kann natürlich auch sein. Da bin ich mir nicht so sicher. La 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 la. Noch ein Laser, ist okay.
Ich besiege so lange deine Hand. La 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 la. Und nach dieser Hand sollte er eventuell sogar weiß werden. Hätt was, ne? Hätt was, wenn er mal weiß werden würde. Wenn wir den besiegen, dann ist das bestimmt alles voll einfach, weil die Kathedrale ja so viel einfacher ist mit fucking Säumilk, ey. Ich glaub das ja nicht, ey. Ist das alles scheiße? Heilen die sich noch? Ja. War ja fucking nochmal klar. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt, wenn ich seine Hände angreife. Eventuell muss ich tatsächlich seinen Kopf angreifen. Ich weiß es aber nicht. So, naja, ein Leben haben wir ja noch. Das muss lang. Für die Kathedrale und für den Megasatan und für alles Mögliche. Oh, Digga. Ist doch einfach unendlich lang. Ah, ich hasse dich. Stirb. Wieso kriegen wir so scheiß Items? Er hat doch nicht mal die weiße Version. Bei der weißen Version... Oh, guck mal, da kommt doch noch mehr. Bei der weißen Version sieht man wenigstens, ob er bröckelt oder nicht. Bei seiner schwarzen Version sieht man das tatsächlich überhaupt nicht. Da kann man das nur... Oh, ein Glutentoni. Da kann man das tatsächlich nur erahnen. Daran, dass er halt diese ganzen Leute spawnt. Fuck you. Ich werde sterben. Ja. Geil! 15 Minuten umsonst gekämpft. Ja, restarten wir, ne? So, das sieht auch schon besser aus. Sehr schön. Da haben wir wenigstens ein bisschen Damage. 9 Damage von Anfang an. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So, das wird auf jeden Fall sehr viel schneller gehen. Meine Güte, dieses blöde... Jetzt haben wir sogar 18 Schaden. Aber ich glaube nur so lange, bis wir nicht getroffen werden. Deswegen lassen wir uns jetzt einfach mal ganz lange nicht treffen. Hä, guck mal. Jetzt haben wir wieder Schaden verloren. Oh nein, wir haben irgendwelchen Random-Effekt hier. Hä, unsere Trainer verändern... Ah, wir haben den $3-Bill, deswegen. Okay, das ergibt Sinn. Das ist natürlich witzig mit dem $3-Bill. Sollte auf jeden Fall sehr viel schneller gehen. Guck mal, jetzt liebt er uns sogar. Das ist doch alles schön. Ich glaube, so sollte er auf jeden Fall ein bisschen schneller sterben und nicht 50 Millionen Minuten brauchen, um zu sterben. Guck mal, er ist eingefroren. Aber irgendwie machen wir trotzdem nicht viel Schaden. Aber diesmal haben wir wenigstens einen Begleiter. Hätten wir ein Orbital gehabt, eben, mit dem Gnotleaf, dann wären wir auch richtig gut dabei gewesen. Möchte ich mal so vermuten. Wie viel Pech man haben kann, dass man einfach die Säumig bekommt. So. Naja. Mach dein Laser. Ich kenne dich ja jetzt schon. Ich kenne dich schon. Ich habe eben schon 12 Minuten gegen dich gekämpft. Keine 15 Minuten sogar, ne? Das ist ja alles easy. Hier kriegst du noch ein paar grüne Dinger hier in deine Fresse. Und jetzt ein paar rote Dinger. Oh, dann bist du auch gleich schon tot. Das ist ja alles easy. Oh, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. So, keine Lust. Ach, Mann. So, stirb, 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 stirb. Aber das $3-Bill ist wenigstens relativ witzig. Ich mag den. Ich mag den $3-Bill. Der hat tolle Effekte. Ihr gönnt tolle Effekte. Und wir haben natürlich noch ein All-Stats-Up und 2 Damage-Ups, habe ich schon gesehen. Also das passt eigentlich von den Items her. Damit kann man auf jeden Fall eigentlich relativ easy den Megasatan besiegen. So, jetzt haben wir hier coole Zähne als Effekt. Der ist doch ehrlich schön. Der ist gefällt mir alles sehr gut. Trotzdem wäre ich gern ein bisschen OP-er. Aber ich glaube, mit 10 Items kann man gar nicht so OP sein. Es sei denn, man kriegt irgendwie noch ein Messer oder den Godhead oder sowas. Aber sonst passt das eigentlich so, wie wir es gerade haben. Ich frage mich gerade, warum wir eben einen 18er Schaden hatten. Was hatten wir denn da für Tränen, bitte? Das müssen ja richtig krasse Tränen gewesen sein. So, wir können vielleicht mal ein bisschen mit unserer Fliege kämpfen. Wenn wir das irgendwie hinbekommen. So, das weiße Pony hilft uns auf jeden Fall wieder sehr gut. Okay, unsere Fliege macht allerdings auch nicht so viel Schaden, sehe ich gerade. Die ist ein bisschen öde. Kann besser sein. So, dann ist der tot. Nochmal kurz unsere Tränen hier nutzen, solange wir die haben. Alles easy. Easy. Wir haben wieder eine Bombe. Anscheinend hat man immer eine Bombe. Das ist ja ganz nett. So, dann werden gleich die Engel kommen. Aber geht auf jeden Fall sehr viel schneller als eben.
Ah, okay, wir hatten irgendwas mit H. Ja, Proptosis heißt das, Proptosis. Oh, das sind sehr schöne Tränen, die wir gerade haben. Wenn wir sie denn nutzen könnten. Scheiße, jetzt haben wir sie nicht genutzt. Wir hätten da überall Feuer hinlegen können. Das wäre richtig gut gewesen. Hätte er sich die ganze Zeit selbst verletzt. Naja, man kann nicht alles haben. Oh, und wir haben natürlich Krebs nicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall doppelt so schnell sterben wie eben. Heißt, wir müssen doch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht allzu oft getroffen werden. So, die Tränen mag ich eigentlich auch sehr gerne, weil die immer so eine komische Giftspur hinterlassen. Und da sind sie auch schon wieder weg. La 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 la. Okay. Du, nach denen kommen, glaube ich, die Engel. Oh, guck mal, wie schön schnell das geht. Sehr viel schneller als mit der Säumilk, ey. Sag ich ja, eigentlich haben die nicht so viele Leben. Oh, wir kriegen Geld. Geil, dank unseren Golden Touch. Sir Midas Touch heißt das, glaube ich, ne? Weil Mida ist, glaube ich, die Göttin des Geldes. Was weiß ich, irgendwie sowas. Oh Mann, ich werde hier viel zu oft getroffen. Aber wenigstens kriegen wir dadurch Geld. Ich habe den Boss jetzt auch so dumm gemacht, wie man ihn überhaupt nur machen kann. Erstmal alles klein machen, damit hier schön viel rumfliegt, damit man auch schön oft getroffen wird. Jetzt haben wir wieder nur 4 Leben. Das ist wieder scheiße. Auch für die nächsten Ebenen ist das halt scheiße. Aber deswegen ist das auch eine Challenge, damit es nicht allzu einfach ist. Oh Gott. Na komm, mach dein... Uah, meine Güte! Der sollte einfach... Oh, ich werde sterben. Der sollte einfach nur seine Super-Treubäume machen. Mann, ich krieg diese Challenge nicht hin. Okay, der ist tot. So, der sollte auch recht schnell sterben. Oh Gott, ja. Ich bin tot. Das schaffe ich nicht. Jo, bye bye. Und noch ein Versuch. Spaß, Spaß, Spaß. Oh, wir haben einen Sacred Heart. Na, immerhin. Und den Godhead. Okay, das sollte sehr schnell gehen. Und ein Trinket kriegen wir auch. Was ist denn das bitte? Habt ihr das eben gesehen? Wir hatten da so einen komischen Finger. Was war das denn? Okay, mit dem Godhead ist das natürlich Easy Mode. Richtig Easy Mode. Holy shit, stirbt er schnell. Wir haben einen 14er Schaden. Und den... Oh Gott. Und den Godhead. Und dazu haben wir noch irgendwie so einen komischen Finger. Was auch immer der Finger machen soll. Okay, der wird ja sowas von schnell sterben. Und wir haben wieder den 3-Dollar-Bill. Das ist immerhin witzig. Godhead, 3-Dollar-Bill. Das lässt sich sehen. Das ist jetzt aber echt Easy Mode. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann sollte ich vielleicht kein Isaac mehr spielen. Dann ist Isaac kein Spiel für mich. Oh Gott, guckt euch das an. Es wird einfach immer einfacher, diese Challenge. Obwohl wir mit der Solmix sogar weitergekommen sind. Da hatte ich noch Motivation, wisst ihr? Sobald ich einmal verliere, habe ich keine richtige Motivation mehr. Oh, der Glutentoni kann uns eigentlich mal helfen. Egal, wir können das auch so machen. Dank dem Gotthard sind wir sowieso viel zu stark. So, Mega-Satan rastet richtig aus. Da haben wir schon den ersten Engel. Oh Gott, geht das schnell. Und ich weiß nicht... Ach doch, das ist... Was ist denn dieses komische Item, was wir hier haben? Dieser komische Finger. Richtig strange. So. Und dann sollte die weiße Version kommen. Perfekt. Das ist doch... Das ist schön. So lässt sich das leben. So ist das ein schöner Boss. So ist er schön einfach. Guck, da hat er auch noch Angst vor uns. Hätten wir jetzt noch Shielded Tears, dass wir seine ganzen Tränen auch noch abwehren, dann wären wir richtig, richtig krass. Dass die OP... Da haben wir besiegt. Dass die OP-Kombo überhaupt... Nach 2 Minuten schon. So sollte es doch immer gehen. So kann das bitte immer gehen. So, das Herz nehmen wir noch mit. Wo müssen wir jetzt hin? Wir dürfen hier trotzdem alles mitnehmen. Wie cool ist das denn? Pandoras Box. Was kriegt man denn hier? Gar nichts? Wahrscheinlich nur Herzen, ne? Dann habe ich das gerade ein bisschen blöde eingesetzt. Das sind wir hier. Lockdown. Sonst glaube ich egal. Puberty. Ja gut, dann lass mal ein paar Items farmen, würde ich sagen. Wir sind so stark, dass wir hier eigentlich sehr gut Items spawnen könnten. Also wir können hier eigentlich ganz easy durchlaufen. Und das ist ja nun die Ebene, wo man wirklich am meisten Items sich holen kann. Deswegen, wir laufen hier einfach mal kurz durch. Das ist jetzt natürlich wirklich Easy Mode. Also das ist jetzt schon irgendwie geschafft. Aber finde ich gut, dann ist die Folge nicht allzu lang. Ich habe es trotzdem versucht, das habt ihr gesehen mit der Säumilk. Ja. Und ist das schön, dass jetzt der Part wenigstens ein bisschen schneller zu Ende geht damit. Aber eigentlich könnt ihr jetzt schon abschalten, weil die Challenge ist geschafft.
Da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Das war jetzt schon der spannende Part. Hui, ein blaues Herz. So, naja, später kann es vielleicht noch ein bisschen interessant werden, weil ich ja meine Items verliere. Wenn ich jetzt mein Gotthard natürlich verliere, dann wäre das sehr, sehr assig. Hoffen wir es einfach mal nicht. Aber es kann alles passieren in dieser Challenge. Und wir kriegen irgendwie keine Items, deswegen hau ich einfach mal ab. Was soll der Geiz? Wir kriegen ja sowieso keine Items. La la la. Ab in die Kathedrale. Hui. Oh, zu Satan geht's. Okay. Haben wir unseren Gotthard noch? Ja. Was haben wir verloren? Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Solange wir den Satan besiegen, ist ja alles toll. So. Tja, also der Mega-Satan war ja irgendwie ein bisschen krasser. Aber wir haben auf jeden Fall unser Leben, ein Leben verloren. Ich weiß jetzt nicht, welches Item wir verloren haben. Ich hoffe, kein allzu gutes. Aber solange wir unser Gotthard behalten, ist das alles schon ganz gut. Ja komm, lass mich da rein. Darf ich nicht, oder was? Hä? Ach so, weil ich dann wieder in der Chest wäre. Ich muss jetzt diese Ebene hier durchgehen und den Start suchen, oder was? Okay. Sehr interessant. Interessante Taktik. Sehr, sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Ich muss jetzt den Start suchen. Ist ja witzig. Na gut, dann machen wir das mal. So, hier. Coole neue Void-Items. Geil. Ihr habt mir übrigens auch gesagt, was es für... was dieses Void kann bei Napoleon. Oder Apollyon. Apollyon? Und zwar kann das irgendwie Items einsaugen, habt ihr gesagt. Und dann kann man die Items alle gleichzeitig benutzen. Das heißt, dieses Void... Hallo? Ist eigentlich sau OP. Ich war nur zu dumm, es richtig einzusetzen. Und dann habe ich es am Ende einfach weggegeben. Ja. Aber wir wurden ja trotzdem recht OP, von daher passt das. Ich hoffe jetzt, ich muss nicht die ganze Ebene klären, damit ich hier weitergehen darf. Was war das eben für ein Teil in der Mitte? Da war irgendwie so ein kleiner weißer Punkt. Habt ihr den gesehen? Oh, hier ist Ende im Gelände. Alles klar. Tschüss. In diesen Ebenen gibt es ja sowieso noch keine goldenen Räume, deswegen müssen wir die auch gar nicht erst suchen. Und ich finde uns gerade so ein bisschen sehr langsam. Also das könnte sehr viel besser sein irgendwie. Ein bisschen Speed wäre schön. So, dürfen wir denn eigentlich zu Hush? Wenn wir den jetzt besiegen, dann müsste doch eigentlich auch Hush kommen, oder? Wir verlieren gerade sehr, sehr viele Leben. Wir können zu Hush. Wollen wir zu Hush? Nein, da würden wir sterben. Das lassen wir mal lieber. Aber wir haben gerade so gar keine Leben mehr, was echt scheiße ist. Okay, wir brauchen dringend Leben. Es wird natürlich einfacher, sobald wir die ersten Ebenen erreichen, weil da verlieren wir erstens kein ganzes Leben, wenn wir getroffen werden, und zweitens kriegen wir mal ein paar Items. Und auch viel mehr Herzen, obwohl wir da natürlich dann auch keine Herzcontainer mehr haben. Wie viele Ebenen gibt's denn? Was ist denn, wenn man gar keine Herzcontainer findet? Hat man dann am Ende gar keinen Herzcontainer mehr und ist dann quasi in diesen Lost-Mode drin? Das wäre ja auch nochmal interessant, ne? Das werden wir alles herausbekommen. Ich hätte gern ein paar Herzen tatsächlich. Oh Gott. Okay, Proptosis ist hier irgendwie blöd mit unserer Reichweite. So, das ist schon mal besser. Oh, wir kriegen keine Herzen. Fuck it. Okay, das ist wenigstens ein leichter Raum soweit. Hoffentlich. Hallo? Würde mal sterben. Komisches Void, danke. Da ist ein blauer Stein. Da ist ein blauer Stein. Und wir haben geile Bomben. Das heißt, wir holen uns The Walk. Okay. Und wir haben immer noch den Gotthard übrigens, was sehr cool ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich noch sehr stark bleiben, wenn wir den Gotthard verlieren. Kann sein, dass wir dann ein bisschen zu schwach sind, tatsächlich. So, was machen wir denn mit dir? Wir haben unsere Fliege verloren. Oh nö, das ist ja kacke. Wir haben unsere Fliege verloren. Unseren Orbital. Oh, das ist natürlich sad. Die Fliege fand ich schon sehr cool. Naja, bitte mal ein Herz. Wieso kriege ich keine Herzen? Ist das kacke, ey. Gut, setzen wir Temperance und hoffen, dass da ein Herz drin ist. Wieder nur Geld. Aber recht viel Geld. Und sogar doppeltes Geld. Haben wir irgendwas, was unser Geld verdoppelt? Eigentlich nicht. Doch, 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 unser Trinket. Wieso können wir eigentlich zwei Trinkets tragen? Ach, ich verstehe das alles nicht. Egal, zwei Trinkets ist auch sehr schön. Da ist Ende der Ebene, finde ich gut.
Und damit sind wir bei Skollex. Oh nein, Skollex. Nein! Ich will keine Leben verlieren. Lass mich in Ruhe. Hä? Müsste nicht noch Isaac oder so kommen? Wir haben Isaac übersprungen. Ah, weil wir beim Satan waren. Das ergibt Sinn. Wir waren ja bei Satan und wir haben unseren Gottheit verloren. Jetzt sind wir richtig, richtig schwach. Scheiße. Scheiße. Wir haben unseren Gottheit verloren. Und man merkt sofort, wir sind richtig scheiße. Wir sind richtig, richtig schwach. Oh Gott. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Das ist natürlich kacke. Wenn man so sein Gottheit verliert, ist das schon nicht so geil. Da habe ich mein Gottheit dann doch sehr gemocht. Vor allem, wenn da dann einfach so ein blöder Skollex kommt, der einfach niemals seinen Schwanz zeigt. Komm, zeig deinen Schwanz. Ich will deinen Schwanz lutschen, sehen. Schwanzi, Schwanzi, nein. Dein Gesicht ist hässlich. Ich will deinen Schwanz sehen. Mann. Schwanzi, 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 Schwanzi. Schwanz, 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 Schwanz. Oh, das sind schöne Tränen. Jetzt zeig mal deinen Schwanz. Oh, das sind gerade so geile Tränen. Come on. Boah, da haben wir richtig viel Schaden gemacht, obwohl er nicht mal seinen Schwanz gezeigt hat. Er will nicht, er will nicht. Skollex will nicht. Der ist ein bisschen schüchtern. So, hier. Go, go. Dein Schwanz ist doch super schön. Ah, zeig ihn nochmal. Ich will nochmal deinen Schwanz sehen. Ich mag deinen Schwanz. Skollex, schäm dich nicht für deinen Schwanz. Du bist so auf die Welt gekommen und das ist gut so. Und das ist gut so. Come on, ey. Zeig her deinen Schwanz. Zeig her deinen roten Schwanz. Und ich werde dich töten. Oh, da, 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 da. Schwanz, 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 Schwanz. Ah, ich mach so gar keinen Schaden. Oh Mann, hätten wir noch den Gottheit, dann wäre er jetzt schon tot. Wir werden immer schwächer. Nein, ich will nicht immer schwächer werden. Aber zum Glück, wir kriegen bald, relativ bald, endlich mal neue Items. Hier zum Beispiel. Zumindest schon mal 2 Herzcontainer. Das hilft uns wahrscheinlich sehr dolle. Was konnte der? Gar nichts. Die konnten wir auf jeden Fall dashen. Abel ist auch okay. Solange wir unseren 3-Dollar-Bill haben, finde ich das sogar noch alles okay, was wir hier haben. So. Komm, den 3-Dollar-Bill, da kriegt man nämlich ab und zu mal so richtig geile Träneffekte und kann die einfach richtig easy töten. Komm her. Zeig jetzt. Du musst dich auch nicht schämen. Genauso wie Skollex. Du bist so auf die Welt gekommen. Also zeig, du bist bestimmt ganz hübsch. Und dann töte ich dich einfach. So, keiner lacht dich aus. Ach, immer diese Gegner, die denken, dass man sie auslacht, nur weil sie ein bisschen hässlicher sind als andere. So, ich sollte eventuell mal... Ach Gott, das Void kaputt machen. Und wir sind natürlich immer noch in einer Ebene, wo wir ein ganzes Leben verlieren, leider. So, endlich mein Herz. Ja, geil. Das freut mich doch. So, komm her. Mann, wie viele Gegner da halt auch rauskommen. Alle paar Sekunden. So. Oh nein, wir verlieren wieder viel zu viele Leben. Man sieht aber auch nicht, ob diese Blutspur jetzt noch aktiv ist oder nicht. Ob man da jetzt rüberlaufen darf oder nicht. So, haben wir die Ebene auch geschafft. Hier gab es auch keine goldenen Räume. Die kommen erst später. Ich hoffe, wir haben... Hallo, Mom. Okay, wir haben unser $3-Bill verloren. Scheiße. Das ist schlecht. Das Ding habe ich gemocht. Ich mochte dich, $3-Bill. Hä, $3-Bills gibt's gar nicht. Ist ja voll unlogisch. Ach man, wir verlieren all unsere guten Items. Erst haben wir unsere komische Fliege verloren, die Big Beautiful Fly. Dann haben wir unseren Gottheit verloren. Jetzt auch noch den $3-Bill. Hä, hey, oder doch nicht? Wieso haben wir eben so komisch geschossen? Hä? Hey. Verstehe ich nicht. Ist hier vielleicht irgendwo... Da, wir schießen ab und zu immer mal... So ein Monstro-Schuss, warum? Wir haben noch. Aua, wir haben noch gar nichts, was Monstro macht. Oh, damit haben wir uns jetzt leider den Devil Deal gerade verhauen. Der ist ein bisschen sad. Ist ein bisschen sehr sad. Sonst hätten wir. Oh, was ist das denn? Ein kleiner Sahasch? Ist ja witzig. Und der Lotus. Hä, hey, da ist ein kleiner Sahasch. Den will ich eigentlich mitnehmen. Was macht der? Ah, der ist bestimmt richtig stark. Aber nee, wir nehmen ihn nicht mit. Bestimmt verwandelt man sich dann in Sahasch oder so. Das wäre mega krass. So, eine Bombe für unendlich Bomben. Das machen wir doch mal. Danke. Piep. Jetzt sind wir ein Bombenexperte. Ja. Zack. Oh, kriegen wir gleich hier noch die Pille. Na, Pille, komm her. Danke.
Das Herz können wir uns auch holen. Perfekt. Was können wir hier? Speed-up. Na, endlich. Oh, das wollte ich schon die ganze Zeit haben, so ein Speed-up. So, dann können wir hier auch überall nochmal nach einem Geheimraum suchen. Da haben wir schon den super Geheimraum wahrscheinlich. Mit Herzchen. Ja. Danke. Tschüss. Das war ein schöner Raum. Den habe ich sehr gemocht. Leider werden wir immer schwächer. Aber auf dieser Ebene können wir wenigstens wieder ein paar Items dazu bekommen und verlieren nicht die ganze Zeit nur Items. Von daher, jetzt kann es nur noch besser werden, bestimmt. Aber diese Items, wenn wir jetzt gute Items finden sollten, können wir sie natürlich auch jederzeit wieder verlieren, wenn wir in eine neue Ebene reinkommen. Das heißt, wir müssen, also wir nehmen auf jeden Fall alle Items mit und hoffen dann einfach, dass die schlechten Items weggenommen werden und dass die guten bleiben. So, hier können wir auf jeden Fall mal reingehen. Was haben wir denn hier Schönes? Aua. The Hermit und Resistance. Oh, ist eigentlich beides sehr cool. Wir schauen mal, ob wir da irgendwie den Geheimraum haben. Leider nicht. Ist aber nicht weiter tragisch, denn wir haben ja noch hier unten zwei Leben, die wir einfach mal mitnehmen können. Und dann haben wir wieder Full Life. Geil. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch den goldenen Raum finden. Und dann können wir nämlich auch schon wieder in die nächste Ebene, die wir aber erstmal finden müssen. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Challenge findet, ob ihr sie beim ersten Mal geschafft habt, was ihr vor allem für random Items bekommen habt, wenn ihr diese Challenge schon gemacht habt. Das würde mich mal interessieren. Und wie viele Anläufe ihr halt dafür gebraucht habt. Wäre natürlich schon, hätte schon Stil, wenn ich das irgendwie mit der Säule geschafft hätte, ne? Das hätte schon irgendwie Stil gehabt. Und mit den Items, die ich danach hatte, beim zweiten Versuch, das hätte ich eigentlich locker easy schaffen können. Gebe ich zu. Und jetzt war das hier tatsächlich so ein easy one. Also bisher, mit dem Godhead. Wird jetzt natürlich ein bisschen härter gerade, aber hart ist immer gut, ne? Hart, jeder mag hart. So, was haben wir hier? BFF. Und ein Portal-Ding, das ich irgendwie nie nutze. Ich verstehe auch nicht, warum. Egal, wir nehmen mal BFF mit, was uns erstmal gar nichts bringt, weil wir keine Begleiter haben. Aber später bringt uns das bestimmt eine Menge. So, diesen Raum mag ich irgendwie gar nicht, aber passt schon. Hat er uns gerade ein ganzes Leben abgezogen? Sind wir immer noch in der Ebene? Nee, sind wir doch eigentlich gar nicht. Wieso haben wir ein ganzes Leben verloren? Hä, hey, oder habe ich nur ein halbes verloren? Ach, man weiß es nicht. Egal, komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir halten uns hier nicht so lange auf. Come on. Come on, wir gehen jetzt einfach in den großen Raum hier, yo. Und wir haben unendlich Bomben. Das heißt, wir können eigentlich uns hier einfach mal überall durchsprengen. Oh, warum nicht? Komm, das machen wir. Wir sprengen uns hier einfach mal durch. La 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 la. Wir haben ja unendlich... Hä, geht das nicht? Das muss gehen. Das geht nicht? Wieso geht das nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Das muss doch gehen. Wir sind doch gar nicht in so einer tiefen Ebene, wo es nicht geht. Das ist strange. Das ist echt strange. Das Spiel weiß, dass ich diese Gegner hasse und deswegen darf ich mich hier nicht rausspringen. Ja, ja, ich weiß das doch. Ich kenne dich doch, Spiel. Ich kenne dich doch. Du bist doch immer so ein Arschloch. So, was haben wir hier noch? Hierophant! Ja, nehme ich mit. Danke. So, vielleicht ist da noch irgendwas Cooles. Aber nein, Gegner. Gegner sind nicht so cool. Und du. Dich töten wir auch noch kurz. So, perfekt. Dann müsste hier aber doch irgendwann mal der Boss kommen, oder? Ist das jetzt wirklich so, dass ich mich hier nicht rausspringen kann? Doch. Wieso ging das eben nicht? Okay, hier ist gar nichts. Das bringt uns nichts. Hilfe. Ihr könnt mich alle mal. Ihr seid mir sowas von egal. Das reimt sich sogar. Au. Okay. Aber hier gibt es irgendwo noch einen goldenen Raum. Den würde ich schon gerne noch mitnehmen, tatsächlich. Deswegen den suche ich nochmal kurz. Dann müsste der hier relativ nah dran sein irgendwo. So, Pille. Gib mir diese Pille. I found Pilz. Yes. That's what. Oh nein. Das ist scheiße. Das war jetzt irgendwie eine schlechte Pille. So, was haben wir hier? Noch mehr Geld. Ein bisschen bitte. Eine Spinne. Mehr haben wir hier leider nicht. Das bringt uns alles nichts. Aber der goldene Raum fehlt trotzdem noch. Oder ah, es ist eine Challenge, gell? Deswegen gibt es keine goldenen Räume, denke ich mal. Oder das ist da oben beim kleinen Raum. Aber an sich ist das ja eine Challenge.
Von daher kann das gut sein, dass es keine goldenen Räume gibt. Wird auch Sinn ergeben, weil wieso sollte man sonst seine ganzen Items verlieren? Dass man quasi als ganz normaler Isaac dann am Ende ist. Von daher gut, dass wir den Small Rock gefunden haben in einem blauen Stein. Der hilft uns dann tatsächlich sehr gut weiter. Und ich frage mich trotzdem, warum wir manchmal diesen Monstro-Schuss haben. Und ich sollte vielleicht mal darauf achten, ob ich ein ganzes Leben verliere oder nur ein halbes. Wäre ja mal ganz interessant. Weil ich habe die Vermutung, dass ich hier gerade die ganze Zeit ein ganzes verliere. Was echt strange wäre. Oh Gott. So, Little Gish. Oh, das nehme ich sowas von mit. Gib her, More of the Void. Ich liebe More of the Void. Ah, jetzt gucken wir auch so schön. Jetzt sind wir sympathisch. Und vor allem, wenn wir jetzt die Gegner töten mit diesem More of the Void, dann stehen die Chancen gut. Oh, warte mal. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Leben, ne? Um in die letzte Ebene zu kommen. Das ist schlecht. Aber wir kriegen jetzt schwarze Herzen, wenn wir die mit More of the Void töten. Da, guck hier. Wir töten den und da kommt ein schwarzes Herz raus. Geil, oder? Da kam ein richtig geiles schwarzes Herz raus. Also, seht ihr diese schwarzen Herzen nicht, die hier überall rauskommen? Also, ist doch richtig geil. Da, ein schwarzes Herz. Guck, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, dass wir More of the Void mitgenommen haben. Aber sowas von. So, da kam auch wieder nichts raus. Oh, du Scheiße hier. Ich kriege einfach gar nichts. Das sieht mir sehr stark danach aus, als wenn da irgendein Geheimraum wäre. Schade. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Aber ich habe jetzt nur noch eine Bombe. Alles schlecht. So, vielleicht ein schwarzes Herzchen. Nein, warum nicht? Ich habe hier voll viel getötet. Dann gehen wir mal in den Shop. Oh, die Blue Candle. Die nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Und weißt du, was ich noch gerne hätte? Das hier. Oh, ein schwarzes Herz. Danke. Okay, aber mit der Blue Candle können wir auf jeden Fall auch arbeiten. So. Denn die macht ja auch gut Schaden. So, schön viel mit More of the Void arbeiten. Dann geht es uns bestimmt irgendwann gut. So, da kam leider auch nichts raus. Hier können wir mal die Blue Candle einsetzen. Und der stirbt nicht daran. Ist das ein krasser Typ, ey. Ist der krass. Wow. Ich bin so fasziniert von diesem Typ, der so krass ist. Und mein Void of the More Void Ding überlebt hat. Das ist schon mega krass. Also wer das kann, der hat meinen Respekt verdient auf jeden Fall. Und es gibt keine blöden Räume hier. Keine goldenen. Ist doch scheiße, ist das doch. Komm schon, schwarze Herzen. Gib mir schwarze Herzen. Ich will doch nur schwarze Herzen. Mein Herz ist schwarz wie meine Seele. Mein Herz ist schwarz wie meine Seele. Da, 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 da. Keine Ahnung. So, 20 Minuten und wir sind schon in der dritten Ebene oder sowas. Ne, vierte, wow. The Fallen, warum nicht? Kann man machen. Hier, nimm meine Blue Candle, ja. Yeah. Du Candle ist witzig. Hier, nimm mein More of the Void. Yeah, ein schwarzes Herz. Oh, Abaddon. Woo! Entschuldigung, das war vielleicht ein bisschen laut. Abaddon nehmen wir gleich mit, nachdem wir hier alles mitgenommen haben. Blub. Blub. Bringt das eigentlich was? Komm ich da nochmal rein? Nee. Egal. Hallo, Abaddon. Abaddon ist übrigens, der hat auch irgendwas zu tun mit Napoleon. Oder mit Apulion. Weil das sind irgendwie beides irgendwelche Engel, die auf die Erde geschickt wurden. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall hat das jemand geschrieben in meinen Kommentaren. Irgend so ein Engel. Ich nenne die mal Engel, weil die irgendwelche Flügel haben. Die auf die Erde geschickt wurden mit irgendwelchen Schlüsseln. Und da coole Sachen machen sollen. Ich habe schon wieder leider vergessen. Ich lese mir den Kommentar gleich nochmal durch. Auf jeden Fall danke an den Kommentarschreiber, der diesen Kommentar verfasst hatte. Finde ich sehr nice, dass du da sowas weißt. Er hat sogar noch dazu geschrieben, aus welchem Vers das kommt und sowas aus der Bibel. Das ist alles voll cool. Voll cool. So. Okay, haben wir die auch schon fertig. Jetzt waschen wir ja durch, Leute. Jetzt waschen wir ja durch mit unserem Abaddon, dass wir hoffentlich nicht verlieren. Und More of the Void verlieren wir hoffentlich auch nicht. Das ist so ein geiles Item. Oh, da wollte ich meine Blue Candle einsetzen, aber hab's nicht getan, weil ich dumm bin. Okay, cool. Nehmen wir mit. Und Gabby's Collar! Was war das? Egal, nehmen wir mit! Spirit of the Night! Leviathan! Cool. Sind wir auch noch Leviathan? Kann man mal machen.
Ist auf jeden Fall ganz nett. Jetzt brauchen wir nicht mal mehr... Nicht mal mehr irgendwas anderes. Und wir können keine roten Herzmantäner mehr verlieren. Weil wir einfach keine haben. Oh Gott, jetzt spawnt hier aber richtig viel. Dank Leviathan spawnt hier sogar noch mehr, oder? Leviathan spawnt, glaube ich, auch ganz viel Zeug. Ja gut, jetzt haben wir das auf jeden Fall geschafft. Und die Folge ist nicht mal eine Stunde lang. Hallo, The Hound. Der soll auch recht schnell sterben. Hier, eine beide Kerze. Ist so dunkel hier. Da, brenne. Irgendwie vermisse ich meinen kleinen Bu. Ah, das macht uns kleiner. Finde ich ganz okay. Ja, dann hat die Challenge ja gar nicht so lange gedauert. Wäre nicht dieser erste Fight, dann ginge das sogar ganz gut. Die Chaos Card. Ist auch interessant. Brauchen wir zwar nicht mehr, weil wir sowieso nur noch eine Ebene haben. Joker. Brauchen wir auch nicht. Na gut, komm, setzen wir die Chaos-Karte ein. Ist jetzt die letzte Ebene, ne? Oh. Oh nein, ein Widow. Ich muss meine Chaos-Karte einsetzen. Natürlich kriegen wir auch noch den Pyjama hier. Wow. Okay, also wir hätten so viele Leben gehabt. Das ist unglaublich. Wir können fliegen. Wir haben einfach alles Mögliche. Wir haben sogar dieses Void-Ding. Wir haben alles. Sonst kann keiner was. Mit einem Godhead gestartet und trotzdem OP am Ende. Obwohl der Godhead uns weggenommen worden ist. OP am Anfang, OP am Ende. Der Mittelteil war so ein bisschen, naja, so lala, würde ich mal sagen. Aber Ende, richtig gut. So, ein paar Bomben brauchen wir nicht. Wir sind gut genug. So, jetzt waschen wir schnell durch. Und da haben wir die Challenge geschafft. Whee! Lazarus Blitzmoor. Cool. Hier, und jetzt können wir bei Lazarus mal gucken, denn Lazarus startet jetzt mit Anemic. Und natürlich mit seinem komischen doppelten Leben. Ja, schön. Das war die erste Challenge. Back Ass Wards. Ich werde die Challenges jetzt nicht nacheinander machen. Ich werde immer so 2-3 Tage warten, bis ich die anderen mache. Ich hoffe aber, dieser Part hat euch gefallen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.